Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zum dritten und vorläufig letzten Teil meiner kleinen Messer-Review-Reihe. Ich habe euch die beiden Messer, die ihr hier seht, schon vorgestellt. Wir haben hier einmal das Puma IP Outdoor Mekata Black und einmal das Puma IP Outdoor Olive. Das Olive steht für Olivenholz. Die beiden habe ich euch ja schon gezeigt. Beide sehr, sehr gute Messer und heute kommt dann noch ein drittes dazu, das ist dieses hier und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, sondern schauen es uns mal etwas genauer an. Wie ihr wahrscheinlich eben schon gesehen habt, ist dieses Messer etwas kleiner als die anderen beiden, die ich euch vorgestellt habe, beziehungsweise das erste Messer war das größte bzw. längste, das zweite war dann etwas kürzer und das hier ist dann nochmal ein wenig kleiner als die beiden vorangegangenen. Ich werde euch aber am Ende des Videos nochmal einen Vergleich aller drei Messer zeigen, natürlich dann ohne Lederscheide, damit ihr dann auch den direkten Vergleich habt. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, die Gürteltasche dieses Messers, die ist etwas einfacher gehalten als von den anderen beiden. Ihr seht schon, dass man das Messer hier einfach nur reinsteckt. Es gibt also keinen Verschluss, keine zusätzliche Sicherung, um das Messer wirklich vor dem Herausfallen zu schützen, was aber auch eigentlich gar nicht notwendig ist, denn wenn das Messer einmal fest hier drin sitzt, dann bleibt es auch da drin. Also das löst sich nicht so schnell. Das ist also meiner Ansicht nach durchaus ausreichend. Ansonsten ist das Ganze, wie auch bei den vorherigen Messern, mit dem Puma IP-Logo versehen. Sehr schön vernäht hier, sieht alles sehr sauber aus und ja, macht einen hochwertigen Eindruck. In diesem Fall ist die Gürtelschlaufe hier durch die entsprechende Naht, die aber sehr, sehr stabil und robust wirkt, angenäht. Also da haben wir die Schlaufe nicht komplett im Material integriert, aber so wie das Ganze hier vernäht ist, habe ich da keine Zweifel, dass das definitiv halten wird. Ja, was für ein Messer haben wir hier eigentlich? Das steht auf der Klinge, deswegen werde ich euch das direkt mal zeigen. Hier haben wir die Klinge des Messers, da seht ihr sie einmal. Und hier steht es dann drauf, neben dem Puma IP Logo. Das ist hier das Catamount Römisch 2 Eiche. Ja, das Ganze ist handgefertigt, steht hier auch drauf, Handmade. Und wir haben hier noch die Artikelnummer, die 825050. Wenn ihr diese Nummer beim Puma Onlineshop eingibt, dann kommt ihr direkt zu diesem Messer. Und unterhalb der Artikelnummer steht hier noch 15-RC. Die 15 steht für das Jahr der Produktion, also 2015. Und RC steht für den durchgeführten Rockwell-Test. Aber da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 22,2 cm, eine Klingenlänge von 11,4 cm und eine Klingenstärke, die ich euch gerade gerne nochmal hier im Bereich der Griffschalen zeigen kann. Da sieht man das relativ gut, eine Klingenstärke von 3 mm. Das Messer bringt 188 Gramm auf die Waage und die Griffschalen, die bestehen aus Eichenholz. So steht es ja hier auch auf der Klinge, da steht noch das Wort Eiche dabei. Und damit ja, wissen wir jetzt schon mal, aus welchen Materialien das Messer so besteht. Bis auf das Wichtigste, denn der Stahl, der hier verwendet wurde, das ist ein Stahl mit der Bezeichnung 1.4125 und der wurde auch schon bei den anderen beiden Messern, die ich euch vorgestellt habe, verwendet. Ist ein scheinbar recht häufig verwendeter Stahl und die Eigenschaften, die sind eigentlich recht gut. Der hat einen höheren Kohlestoffgehalt und eine gute Schneidhaltigkeit bzw. Verschleißfestigkeit und ebenfalls eine hohe Härte, also eigentlich was man braucht oder alles was man braucht für ein schönes, gutes Messer. Ja, ich möchte noch kurz was zur Klingenlänge sagen, die ist mit 11,4 cm angegeben und damit liegen wir hier unter der Grenze von 12 cm, die das Waffengesetz vorsieht, um das Messer noch führen zu dürfen, denn alles über 12 cm ist zum Führen verboten oder nicht mehr erlaubt. Und damit liegen wir hier, wie gesagt, noch unter dieser Grenze und es sollte kein Problem sein, das Messer dann auch in der Gürteltasche mit sich zu führen. Ich habe euch ja schon gesagt oder erzählt, dass das RC hier auf dem Messer für den Rockwell-Test steht. Was ist der Rockwell-Test und wie wird er durchgeführt? Also zuerst mal sieht man hier noch ein kleines Überbleibsel. Ich hoffe, dass man es gut erkennen kann. Ich glaube aber schon, wir haben hier noch so einen kleinen Punkt. Den müsste man eigentlich recht gut sehen. Und das ist ein Überbleibsel vom Rockwell-Test. Mit dem wird die Härte des Stahls oder der Klinge bestimmt. Und das Ganze läuft so ab, dass eine Diamantspitze unter einer bestimmten Last
in dieses Material, in diese Klinge hineingepresst wird und es wird dann gemessen, wie tief diese Diamantspitze in die Klinge eindringen kann und somit bestimmt man dann die Härte. Das ist der Rockwell-Test und da hier natürlich dann entsprechend die Diamantspitze zumindest mal ein bisschen in die Klinge eindringt, hat man hier natürlich diesen kleinen Punkt und dieses kleine Loch, was aber dann absolut kein Produktionsfehler oder ähnliches ist, sondern ganz normal und lediglich ein Überbleibsel von dem gerade beschriebenen Test. Ja, wenn ich das Messer gerade schon mal in der Hand halte, dann kann ich euch ja auch direkt hier einmal diese Griffmulden zeigen. Das sieht man so, glaube ich, ganz gut, die hier unten vorhanden sind. Das heißt, wenn man das Messer jetzt einmal so richtig in die Hand nimmt, so richtig in die Faust sozusagen, dann hat man hier auf jeden Fall einen wunderbaren Griff. Das Messer liegt super fest in der Hand. Man kann auf jeden Fall das Messer nicht versehentlich verlieren bei irgendeiner Bewegung. Sei es, dass man irgendetwas schneidet oder schnitzt oder wie auch immer. Es kann nicht aus der Hand rutschen, weil man hier einfach auch diese Griffmulden, diese Vertiefungen hat. Aber da sei noch gesagt, dass das nicht unbedingt sein muss, um einen guten Grip zu haben und das Messer fest und sicher in der Hand zu haben. Bei dem ersten Messer, dem IP Mikata Black, da habe ich euch ja auch gezeigt, dass da eben keine Griffmulden vorhanden waren, aber das verwendete Material gibt eben einen so guten Halt, dass da schlicht keine notwendig sind. Ja, ansonsten sieht das Messer eigentlich ziemlich gut aus, wie ich finde. Die Eichenholzgriffschalen, die machen schon einen sehr schönen Eindruck. Wir haben hier, wie gesagt, einmal einen durchgehenden Erl, also das Stück Stahl, aus dem das eigentliche Messer gefertigt wurde, geht hier von oben bis unten einmal durch, was das Messer sehr robust und sehr stabil macht. Und diese Art von Bauform würde ich auch immer bevorzugen. Durch dieses kleine Loch kann man gut und gerne ein Kordel, Stück Paracord oder sonstiges durchfädeln, um das Messer nochmal zusätzlich zu sichern. Ansonsten sind hier die Befestigungspunkte für die Griffschalen und hier in der Mitte, da haben wir nochmal das Puma IP Logo. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann. Und ja, eigentlich haben wir damit auch alles gesehen, was das Messer betrifft. Oder habt ihr besser gesagt alles gesehen, was das Messer betrifft. Und ich denke, damit kommen wir mal zum Fazit. Ja, mein Fazit zu diesem Messer. Ich bin wirklich sehr angetan. Das Messer hat eine sehr schöne und ansprechende Optik, ist aber auch in Sachen Funktionalität wirklich sehr, sehr gut. Es ist heute noch genauso scharf wie damals, als es geliefert wurde. Wie gesagt, Herstellungsjahr 2015. Also ich habe das Messer schon eine Zeit lang und es ist heute gefühlt noch genauso scharf. Man könnte sich immer noch mit dem Messer rasieren oder auch den beliebten Test durchführen, den man ja gerne mal macht, wenn man ein neues Messer hat, nämlich ein Blatt Papier einfach mal von oben nach unten durch zu schneiden. Auch das ist nach wie vor überhaupt kein Problem und ja, damit hat man wirklich ein sehr, sehr gutes, scharfes und ich denke auch sehr haltbares und robustes Outdoor-Messer. Ja, und wie versprochen haben wir hier nochmal alle drei Messer, die ich euch in den letzten Videos vorgestellt habe, angefangen vom Outdoor Mikata Black über das Outdoor Olive bis hin zum Catamount Römisch 2, das über Eichenholz-Griffschalen verfügt, während wir hier Griffschalen aus Olivenholz haben und hier die Griffschalen aus Mekata, ein Verbundmaterial, das aber ebenfalls wunderbaren Grip gibt und man hat das Messer damit jederzeit fest und sicher im Griff. Hier haben wir zusätzlich noch diese Griffmulden bei den beiden Messern, die natürlich auch extrem hilfreich sind, um das Messer sicher im Griff zu haben. Für alle, die die letzten beiden Videos nicht gesehen haben, habe ich diese nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr möchtet, schaut gerne rein. Wenn euch die Videos gefallen, dann lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was in die Kommentare, ob ihr das Thema interessant findet oder eher weniger, beziehungsweise was ihr von den Messern haltet. Da würde ich mich auf jeden Fall über ein Feedback freuen. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch eins der vorgestellten Messer selbst und kann da mal von Erfahrungen berichten. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, wenn ein neues Video online geht. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut und sage Tschüss und bis dann.